Kinder und Eltern machen sich auf den Weg. Bei der Familienwallfahrt mit Erstkommunionkindern war das gemeinsame Unterwegssein ein wesentlicher Bestandteil. Zuvor hatten sich die rund 400 Teilnehmer beim Kloster in Ottobeuren getroffen, um sich in 9 Wallfahrtsgruppen aufzuteilen. Nun sollte die Aktion mit einem Stationenweg im Kurpark beginnen. Es galt, sich einzustimmen auf diesen Tag voller Erlebnisse. Wir wollen Familien hier zusammenführen, die sich gegenseitig nochmal so an diesem Tag im Glauben auch stärken und einen tollen Tag miteinander erleben, mit viel Freude, mit viel Spaß. Aber auch dann jetzt eben im Gottesdienst auch nochmal erfahren, dass der Glaube etwas ist, der trägt und was jeder Familie hilft im Leben auch und immer wieder Mut und Kraft gibt. Ein bunter Tag mit vielen Angeboten. Der Begriff Wallfahrt war dabei immer wieder ein zentrales Thema. Klein und groß gemeinsam hin zu neuen Erfahrungen. Ein doch eher ungewöhnliches Bild, wenn so viele junge Menschen im Namen Gottes unterwegs sind. Und das wurde glücklicherweise, wie schon in den Jahren zuvor, mit idealem Wetter belohnt. Im Kurpark angekommen, verteilten sich die Gruppen auf 6 feste Stationen. Dabei wurden den Familien ganz unterschiedliche Themen nähergebracht. Es wurde aus der Bibel erzählt oder aktiv etwas ausprobiert. Die Kinder sollten zum Beispiel feststellen, wie schwer es ist, Wasser mit bloßen Händen zu schöpfen. Insgesamt ein buntes Programm, das auch bei den Eltern gut ankam. Unser Großer hat die Erstkommunion dieses Jahr gehabt und deswegen sind wir hier aufmerksam geworden auf diese Wallfahrt und wollten da heute teilnehmen. Wir waren schon vor 2 Jahren hier und unsere Kinder waren so begeistert, dass sie gesagt haben, das machen wir wieder mit, wenn es das Angebot gibt. Ist eine angenehme Veranstaltung, finde ich. Ja, angenehmer Rahmen, das Wetter Gott sei Dank trocken. Schön, ist angenehm, ja, also für Kinder gerade recht, ganz toll, ja. Mhm. Ob beim heiligen Ulrich oder einer der anderen Stationen, die Erstkommunionkinder und ihre Familien dürften sich auch immer wieder selbst einbringen. Dazu lernen, sich Gedanken machen und Spaß haben. Darum ging es bei diesem Rundweg. Auch der Austausch mit anderen Familien gehörte natürlich dazu. Und so pilgerten die Gruppen munter weiter von einer Station zur nächsten. Was der heilige Benedikt mit dem Wort segnen und deshalb auch mit dem Kreuzzeichen zu tun hat, das konnten die Kinder beispielsweise hier erfahren. Neben Informationen und Stationswechsel durften aber natürlich auch die Pausen nicht zu kurz kommen. Und während sich alle 2 und auch so manch ein Vierbeiner stärkten, hatten die Kinder Zeit, über ihr Erlebtes zu reflektieren. Zum Beispiel so vom St. Ulrich ein Denkmal. Oder so von St. Benedikt. Und dann waren wir als erstes bei der Mariengrotte und da jetzt hier bei dem Hirten. Wir haben dazu geschaut, wie der Hirte die Schafe wieder zu seiner Herde bringt. Also ich habe ja 2 Brüder hier und also mein einer Bruder hat ja die Erstkommunion gehabt und ich finde es einfach interessant, da auch mal mitzukommen und mir sowas anzuschauen. Wir waren vor 2 Jahren schon hier und da war es eigentlich sehr lustig, mir hat es gut gefallen. Ja, und dann haben wir halt so gesagt, dass wir wieder hierher wollen. Also ich fand's ganz cool. Nach so vielen positiven Eindrücken auf dem Stationenweg machten sich die Gruppen nun auf den Rückweg zum Kloster. Und auch wenn das Wort Wallfahrt oft ein veraltetes Bild im Kopf hervorruft, zeigt diese Aktion etwas anderes, dass Wallfahren eben auch etwas für junge Leute sein kann. Wallfahren hat mit Gehen, sich auf den Weg machen zu tun und ein Ziel haben. Und das können wir hier halt durch die Gegebenheiten, durch den nahegelegenen Kurpark und die Abtei und hier diesen herrlichen Westhof, können wir das ja auch anbieten, dass die Kinder, die Familien sich auf den Weg machen, dass sie unterwegs Stationen machen, dass sie dort beten, etwas dazulernen, aber auch ein Ziel haben. Und das Ziel ist die Basilika, wo wir dann jetzt gleich den Gottesdienst feiern. Mit einem feierlichen Einzug aller 9 Wallfahrtsgruppen stellte die Basilika Ottobeuren nun den würdigen Rahmen für den lebendigen Gottesdienst dar. Vor der versammelten Gemeinde freute sich Abt Johannes über die Teilnahme so vieler Allgäuer Familien. Unter dem Tagesmotto »Jesus, der gute Hirte« erklärte der Pater anschaulich, was es bedeutet, dass Jesus unser Begleiter des Lebens ist. Alles in allem zeigte sowohl dieser Gottesdienst als auch der ganze Aktionstag, dass Glaube einfach auch viel mit Freude zu tun hat. Und das war auch den Organisatoren wichtig. Es sollte ein frohes Fest sein, das allen Familien in Erinnerung bleibt. Und das macht mir Mut. Du bist bei mir.
sollen so ein bisschen mit nach Hause nehmen, dass Glaube nicht allein geht, sondern dass es immer so die Communio braucht, steckt ja in dem Wort Kommunion schon drin, so die Gemeinschaft und dass man sich gegenseitig stärkt und kennt. Und ja, das, glaube ich, kann so ein Tag sicherlich leisten.